Und im Allgemeinen, liebe Geschwister, wenn man jetzt sieht, beispielsweise was diese Kryptowährungen angeht, wenn man das zum Beispiel, man muss auch darüber reden, ist das wirklich, ist das Geld, ja, ist das Geld, so wie wir jetzt Euro, Dollar und so haben, ja, ist es ein Zahlungsmittel wie das heutige Geld, oder ist es eine Ware, ja, eine Ware. Manche Gelehrte, die sagen zum Beispiel, es ähnelt mehr einer Ware, die einen Wert hat, ja, von der Hinsicht wäre das sowieso, oder ist es, haben das die Gelehrten erlaubt, halal, ja. Aber im Allgemeinen, liebe Geschwister, ist das sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ist das eine Sache, die halal ist. Ja? Dass Kryptowährung, dass jetzt Bitcoin und so, im Allgemeinen halal ist. Ja? Es kann sein, wie gesagt, es ist noch nicht 100% komplett von vielen, vielen verschiedenen Gelehrten quasi unterschrieben worden. Ja? Aber im Allgemeinen gibt es schon mehrere Gelehrte, die sagen, dass es halal ist und dass es wahrscheinlich noch in der nahen Zukunft wird es noch mehr Fatwas und noch mehr Deutlichkeit darüber geben. Warum? Warum sagen manche schon, dass es halal ist? Weil das danach aussieht. Erstens, weil zum Beispiel Imam Malik, ja, der kurz nach dem Tod des Propheten Mohammed Sassan gelebt hat, einer der vier großen Rechtsschulgelehrten, er sagte, dass alles, was die Menschen akzeptieren, unter sich akzeptieren als Austausch für Ware, gilt als Währung, gilt als Zahlungsmittel und ist akzeptabel und ist erlaubt. Zum Beispiel auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte auch, dass die Währungen sehr, sehr viele sind, ja, unendliche sind, solange das die Menschen akzeptieren als Zahlungsmittel, dass du damit einkaufen kannst und dass jemand dir seine Ware verkauft, im Gegenzug, dass du ihm dieses als Zahlungsmittel gibst. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Fatwa von Sheikh Nasser al-Barrak, er sagt weder halal noch haram. Ja, er hält sich, ein Großgelehrter dieser Zeit, aber er sagt, ich enthalte mich der Meinung, ja, weil es vielleicht für ihn noch nicht deutlich genug ist oder war, sage ich mal, als er das gesagt hat. Aber er sagte, aber wenn jemand Bitcoins hat, so ist er zakatspflichtig. So muss er Zakat davon abgeben. Ja, so muss er davon Zakat abgeben. Was auch natürlich auch darauf zeigt, verdeutlicht, sage ich mal, dass das halal ist. Und wie gesagt, und wenn das wirklich eine Sache ist, die von Staaten, von den Menschen, von den Völkern im Allgemeinen akzeptiert wird als Zahlungsmittel. Und es gibt jetzt immer und immer und immer mehr Länder. Ich glaube Japan und es gibt jetzt, glaube ich, schon zahlreiche Länder, die das als Zahlungsmittel akzeptieren. Und in vielen Ländern auch, und die haben ja auch natürlich Nutzen davon, weil sie können dann auch Steuern einnehmen von dieser Währung, von diesen Transaktionen. Und vielleicht weiß auch der eine oder andere nicht so viel darüber. Es ist ja eigentlich eine Barmaja, es wurde ja programmiert. Ja? Es ist etwas, was programmiert wurde. Es ist schon etwas Hakiri, es ist schon etwas Realistisches. Und es ist etwas, was programmiert ist. Es ist kein Geld, was man anfassen kann in dem Sinne. Es ist virtuelles Geld. Ja? Aber es hat einen Wert und es ist programmiert worden. Und es gibt auch nur eine maximale Zahl, ich glaube von 21 Millionen Münzen, die es geben kann, weil das natürlich schon, bevor man damit angefangen hat, das komplett schon programmiert hat. Da kann man nichts mehr hinzufügen, etc. Bei den Bitcoins jetzt, ne, im Allgemeinen. Und das kaufst du und verkaufst du quasi online. Du kannst das online benutzen für Transaktionen und du hast quasi Codes etc. und wo du dann von deinem Wallet, von deinem Portemonnaie quasi, also dein virtuelles Portemonnaie, kannst du dann mit einem Code etc., gesicherten Codes etc., Überweisungen machen und das von deinem Wallet, von deinem Portemonnaie, von deiner Brieftasche quasi, virtuelle Brieftasche, auf die Brieftasche eines anderen überweisen quasi, der egal wo auf der Erde ist, ja, im selben Augenblick. Und Wallahu a'lam, und es gibt auch, wie gesagt,
mittlerweile auch große Konzerne, ich glaube PayPal, ich glaube eBay oder Amazon, die jetzt schon damit planen. Und es ist ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, dass es in der Zukunft sowieso das Geld, das heutige Geld, was wir kennen, ja, die Euros und also Bargeld abgeschafft wird. Und dann wird das sowieso eventuell eine ganz normale Zahlungsmethode werden. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, Allahu alam, sieht das schon sehr, sehr danach aus. Und es sind einige Gelehrte, die gesagt haben, dass es erlaubt ist. Manche sagen, man weiß das noch nicht 100%, aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es haram ist. Man kann nicht sagen, dass es haram ist. Und Allah weiß es am besten. Einen Augenblick, ich brauche.